Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play in the World. So, letzten Part haben wir noch eine neue Quest aufgeschnappt. Wo ich mich aber allerdings gerade so ein bisschen vor noch zurückhalten, also gerne zurückhalten würde, weil da geht es ja wieder um Jero. Das könnten wir vielleicht später mit Jesper verbinden. Jetzt werden wir erst einmal, ich würde mal sagen, wir machen einfach die Quest, die wir jetzt haben, einfach mal weiter. Das wir. Alles in Ordnung? Ja. Warum fragst du? Nur so. Aha. Dann bis demnächst. Ach, und lass dir mal die Rüstung unter die Lupe nehmen. Wir werden jetzt mal zum Adelstitel dann gehen. Weil dort ist die Bibliothek. Also, oder ist das beim Marktplatz? Nee, das war doch beim Adelstitel, ne? Nee, Quatsch. Wo war die Bibliothek? Das Theater war beim. Oder ist die Bibliothek auch beim Adelstitel? Oder gibt es mehrere Bibliotheken? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wir gehen jetzt einfach mal gucken. Um den Hinweisen auf die Spur zu gehen. Genau. Und warum ist es Malphas, der den Sonnentempel auf den Rücken trägt? Ist das nicht eine Geste der Knechtschaft? Nein. Malphas trägt den Sonnentempel, weil er auch die Menschheit trägt. Ohne die Güte und Erhabenheit der Götter wäre die Welt nämlich immer noch im Krieg. Wie nach der Verwüstung durch den Sternenfall. Ihnen verdanken wir alles. Richtig. Die Götter herrschen nicht aus Gier nach Macht heraus. Ihr oberstes Bestreben ist die Erhaltung von Frieden und Stabilität. Ganz gleich, welche Opfer es auch von ihnen fordern mag. Führ dir das Tag für Tag vor Augen, Sohn. Und ehre den Pfad, den dir Malphas zugetragen hat. Nur so können wir uns für all ihre Güte erkenntlich zeigen. Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Okay, gut. Ich dachte jetzt... Ach doch, im Adelstitel. Ich dachte jetzt, die hatten eine Quest vielleicht, weil die halt einen richtigen Namen haben. So. Und vielleicht haben die später noch eine Quest. Mal sehen. Auf zum Adelsviertel. Wieder ein neues Gebiet hier für uns. Da werden wir gleich das Ding mal eintragen hier, wenn wir schon da sind. So, da oben ist die Bibliothek. Und hier ist das Adelsviertel. Düster, regellose. Aber hier werden wir jetzt mal rein gar nichts machen. Wir werden ja auch mit keinem reden. Das Adelsviertel ist jetzt eigentlich nur gerade wichtig, weil wir hier in die Nähe uns umsehen müssen. So, dann gucken wir uns das mal ein. Mondscheinalben, was haben wir denn nochmal im Questlog stehen? Ja, da steht ja den Lichtband, es dauert nicht lange, da werdet ihr fündig. Auf der letzten Seite befindet sich ein Hinweis rechts unten links. Sollte ich mir das aufschreiben mal? Weil nicht, dass ich das dem Typen sagen muss und ich bin so schlecht und sowas. Ich werde jetzt einfach mal die Buchstaben nur benutzen. Wir haben einmal ein R, ein U, wir haben einmal ein L und ein O. Ulo, ne? Sehr schöner Name übrigens. Vielleicht nenne ich mich so in Nerim. Oh, dann hätten wir das einmal, dann können wir eigentlich auch schon weggehen wieder. Ich werde halt, denke ich, erstmal wirklich nur die Quests machen. Marktviertel, im Fremdenviertel. Und dann werden wir einfach mal weitersehen. Auf zu den Häfen. Häfen haben wir eigentlich ja schon soweit mit jedem gereden. Gereden, genau. Wir haben mit den meisten gereden. Und haben dort eigentlich soweit nichts jetzt Neues bekommen an Quests. Ich weiß halt nicht, ob bestimmte Charaktere erst später Quests für einen haben, weil ja auch viele einen Namen haben, aber trotzdem im Prinzip keinen richtigen Dialog haben. Was gibt's? Und wir bräuchten auch immer noch diese komischen Eier. Da müssen wir irgendwann auch mal noch danach suchen.
Also ich kenne mich ja mit der Natur nicht aus, aber wackeln Bäume wirklich so hart rum? Die ganzen Stämme bewegen sich ja. Warte, wir benutzen wieder einen schmutzigen Trick. Mana-Pilze, sehr schön. Ja gut, ich kann mir halt gut vorstellen, hier ist es ziemlich windig. Aber selbst hier, diese riesigen Baumstämme, die bewegen sich einfach hin und her. Was ist denn das? Deiner Grafikfehler anscheinend. Auf die Höhle der Königsbucht. Königsbucht, war das richtig? Ah, das ist natürlich nicht lecker, wenn jetzt hier noch Spinnen rumgammeln. Hey! Großer Mooskrabbler, also groß sieht es aber nicht aus. Natürlich sieht es doch ganz groß aus. Hier wird nicht geflüchtet. Ich habe mir auch überlegt, anscheinend sind diese Fleischmaden echt böse. Ich habe mir überlegt, vielleicht nochmal so 10 rote Nierenwurz zu kaufen. Ah! Oh! Egal, Mann, ich bin doch diese Spinnen gewöhnt aus Skyrim. Meine Gott, die haben nur einen anderen Namen. Ich habe trotzdem Schiss vor denen. Nein, 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 du schaffst nichts zu mir. Ich habe Angst, dass sie irgendwann vom Boden runterkommen. Ja, so viel dazu. Sie kommen nämlich schon vom Großkrabbler Mutter. Naja. Da hätten sie ruhig eine größere Version benutzen können. Da und tschüss. Eine Gesellendruhe. Ah, die packen wir beim ersten Mal. Ich guck mal lieber erstmal so alles an, was wir überhaupt hier haben. Schlammelementar kennen wir noch nicht. Neu nehmen also alles mit. Eine verzauberte Waffe und noch ein Schloss, das wir direkt auch aufkriegen. So haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld. Mondsteinerz nehmen wir mal mit. Haben wir noch mal ein bisschen Geld einfach. Falls wir mal irgendwie ausgeraubt werden oder so. Also wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe halt überlegt, mir nochmal vielleicht rote Hühnwurz zu kaufen. Falls man irgendwie dadurch auch angesteckt werden kann. Durch diese Fleischmaden oder wie die auch immer genannt werden. Weil die hören sich echt ungemütlich an. Oder sehr ätzend, würde ich mal sagen. Die sind ja nicht tödlich, aber halt sehr ätzend. Also doch, die sind auch tödlich, aber erst ab einem gewissen Zeitraum oder so. Oh, oder... Aber ihr könnt mir ja mal gerne... Ich habe das gerade mit Mana-Pilzen verwechselt. Ihr könnt ja mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es das lohnt.
Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich sollte es tun. Ich meine, gut, 300 Gold, das ist einiges. Das ist noch so ein Tisch. Na, verzieh dich. Geil, aber ist halt trotzdem nicht so gut wie unser Diadem. Hä? Ah. Sehr schön, direkt aufschreiben, dann haben wir noch UUOL. Ja, das stimmt auch. Gut, dann hätten wir das. Sehr schön. Zack. Moment mal, das war's. Okay, eine Hülle voller Muskrabbler. Warum nicht? Ist hier irgendwie noch was? Was sagt denn meine Umgebungskarte? Dass wir hier fertig sind. Da geht's irgendwie links rein. Hä? Das geht geradeaus. Das ist ja dann jetzt der. Ist hier oben was? Oder bin ich jetzt einfach nur gerade. Was ist denn das hier für ein Ort? Hier geht's doch nirgendwo rein. Da, ich. Hilfe, falsche Taste. So, laut dem Ding müsste es hier. Ach, was soll's. Ist hier zufällig irgendwo ein Bett? Ist hier zufällig irgendwo ein Bett oder so? Oh, ich hab schon gedacht, da wäre noch so ein Fisch. So. Ich habe die Krabbe gesehen, aber. Das machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt einfach zu dem Typen zurückgehen, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Ich habe halt irgendwie immer noch so Angst, dass die Gegner nicht mehr wieder spawnen. Das wäre echt. Auf der einen Seite schade, dann ist die Welt irgendwann halt leer. Oder sie spawnen halt erst sehr spät. Sanfte Freunde der körnigen Erquickung! Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Leib. Hallo! Ihr hattet recht, Bella hat im Rücken des Gedichtsbandes einen Hinweis hinterlassen. Großartig! Sie hatte tatsächlich einen Hinweis in einem Beinstumpf. Beinstumpf, Alter! Oh Gott! In einen Baumstumpf eingeritzt. Die Reihenfolge war. Ein Baumstumpf. Das sieht ja ähnlich. Und. Nun? Dann haben wir jetzt alle. Kommt mit, wir probieren es gleich aus. Ich muss das noch gar nicht mal machen. Oh, das. Ja, gut. Habe ich mir das jetzt umsonst aufgeschrieben, aber naja, soll es jetzt nicht stören. Da, das ist die Schatulle. Dann wollen wir mal sehen. Oh, beim rechten Weg. Es muss einfach funktionieren. Ist leer, ne? Links, rechts. Links. Ja, das hört sich gut an. Ja, es hat geklappt. Beim rechten Weg. Es hat geklappt! Ja, das klingt ganz nach ihr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Ihr habt vermutlich nicht die geringste Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Diese Gedichte, es
Es ist, als wäre sie wieder hier. Nur flüchtig. Aber dennoch. Naja. Ich habe euch versprochen, mich erkenntlich zu zeigen. Ich denke, ich könnte euch das eine oder andere über mein Handwerk verraten. Oder ich gebe euch ein paar allgemeine Ratschläge. Was denkt ihr? Schlösser knacken. Handwerkskunst. Ja, lieber, lädt mich etwas aus eurem Handwerk. Gut, lasst mich nachdenken. Wie ein Schloss klingt, kann maßgeblich für seine Beschaffenheit sein. Versucht das nächste Mal darauf zu achten. Wo gibt es Hohlräume? Und wie viele? Es klingt simpel, aber es ist essentiell, glaubt mir. Und jetzt wäre ich euch für ein paar Minuten allein sehr verbunden. Ich muss das hier meiner Gefährtin zeigen. Noch einmal, habt Dank. Das werde ich euch nie vergessen. Mein Ding. Schön, euch zu sehen. Ja. Und wir sind ein Level Up. Wir würden aktuell wieder eine Ausdauer bekommen. Wollen wir mal aus. Obwohl. Wir gehen mal auf Leben. Komm, wir gehen alle lieber auf Leben. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Sollte man wirklich immer das nehmen, was man mehr Punkte bekommt? Oder bekomme ich immer 9, 8 und 11? Hä, du warst doch eben noch drin. So, wir haben aber die Quest geschafft, sind ein Level Up, sehr schön. Warum nicht? So, wo würde uns denn das hinbringen? Nirgendwo. Das war einfach wirklich nur ein Tipp. Damit können wir erstmal noch nichts anfangen. Das bedeutet, das hier ist wahrscheinlich auch erstmal noch nichts für uns. Was ist denn die goldene Sichel? Ist die... ist dort. Ne, wir bleiben erstmal im Fremdenviertel. Wir bleiben erstmal gechillt im Fremdenviertel und werden uns hier mal weiter noch umhorchen. Wir gehen jetzt erstmal auch hier rein. In Graubarts Tränkestube. Mal gucken, ob der vielleicht irgendwas für uns hat. Hallo. Seid gegrüßt. Gibt es hier was Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfa sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Was hast du... Genau richtig für einen Einkauf. Zu bieten. Nein. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Das war's auch schon. Möge euer Pfad stets eben sein. Gut, ich weiß, wir müssen auch noch in die Unterstadt. Weil wir da ja auch noch eine Quest haben. Aber jetzt werde ich trotzdem erstmal oberhalb der Stadt, jedenfalls wenigstens im Fremdenbübel und im Marktviertel nach Quests suchen. Das ergibt Krieg auf Nerim, Krieg auf Kile. Fremdländer. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Was wollt ihr? Nicht von dannen. Geht. Was? War der von mir, was ihm zugedacht war? War ein Weg, den er niemals betrat. Madame. Okay. Und er irrte ins Nichts. Schreitet wohl, Madame. Auch nichts. Wo geht's denn hier entlang? Einfach raus anscheinend. Hier können wir jetzt mal gerade... Ach Quatsch, Moment, ich will nur noch die Tränke ablegen. Und zwar hier. Und zwar hier. So.
Oh, hier ist hier eine Taverne. Ja, hier ist eine Taverne. Und ich würde mal sagen, das ist auch ein perfekter Zeitpunkt, um den Part zu beenden, weil ich denke mal, wir werden bestimmt noch die eine oder andere Quest aufschnappen. Und dann sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder. Stopp! Ihr seid doch sicher viel herumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für ein Abenteuer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstahlschürfe in die Pulverwüste trage. Ja, das hatte ich schon mal. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Okay. Habt ihr was zum Tauschen da? Zum Tauschen? Ich schätze, das kommt darauf an, was ihr braucht. Ich will eigentlich nur dir gerade mal meinen Helm verkaufen. Nur der würde ja im Prinzip nichts bringen. Ja, dann kann der weg. Das war's auch schon. Möge sein Licht. Ja, und jetzt geh. So, ich würde sagen, dann beenden wir hier den Part. Und dann sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Underworld. Macht es gut, ciao.